freue mich natürlich auch riesig, dass wir nach 4 Jahren wieder richtig die Schränke öffnen dürfen und aus den Schubladen kramen dürfen. Das Konzept für die Ausstellung war, einfach möglichst viel breit gefächert zu zeigen, um auch mal dem Besucher die Bandbreite der Sammlung zu zeigen. Das heißt nicht nur eine Station, sondern möglichst viele Stationen. Deshalb fangen wir auch mit den frühesten Sachen an, die wir haben. Das ist Rokoko in unserem Bestand. Und das zieht sich dann durch bis in die 60er Jahre. Die ganz aktuellen Sachen sind, wie gesagt, von der Meisterschule für Mode. Das Thema Silhouettenwechsel haben wir deshalb aufgegriffen, weil man einfach einen roten Faden braucht. Und durch diesen Wechsel der Silhouetten kann man immer sehr schön sehen, wie sich Kleidungsstile ändern. Dass die Ausstellung auch noch Mode sprengt nieder heißt, liegt daran, weil dieser Silhouettenwechsel eben sehr oft durch das Korsett oder durch das Wegfallen des Korsetts beeinflusst wurde. Die Stationen fangen an mit Rokoko und der Gegenüberstellung Empire. Das heißt, wir haben die Schnürmiedermode des Rokoko mit der ausladenden Hüfte durch die Bouffanten und der betonten Büste, die noch im Zeit des Ancien Regime herrschte. Der Bruch kommt dann, nachdem das Korsett weggefallen ist durch die Französische Revolution, indem die Chemisenmode sich Platz macht. Man sieht es eben sehr schön dadurch, dass die Sachen gegenübergestellt sind, wie unterschiedlich die Silhouetten sich gebildet haben und dementsprechend unterschiedlich sind dann auch die kulturhistorischen Ereignisse, die zu dieser Kleidersilhouette geführt haben. Wir haben dann einen relativ großen Sprung gemacht im 19. Jahrhundert, dass eigentlich, nachdem die Chemisenmode wieder abgelehnt wird, mit dem Biedermeier wieder mit den Schnürungen anfängt. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch wird geschnürt. Und wir haben dann als mittlere Etappe gewählt die Saint-Ventre-Linie, also die S-Linie, die so um 1895, 1900 war und eine der extremsten Schnürkorsetts hervorgebracht hat. Dieser Linie haben wir dann wiederum die Reformmode entgegengesetzt. Also auch hier kann man sehr schön sehen, ich bitte Sie mir einfach zu folgen, wie aus dieser sehr eng taillierten, fast majestätischen Dame in S-Linie diese ganz lockere Fasson kommt, die versuchte, auf das Korsett zu verzichten. Wir haben hier zum Teil wunderschöne Entwürfe aus dem Jugendstil. Das Reformkleid an sich hat sich nicht durchsetzen können, weil es von den Damen sehr oft als Sackmode empfunden wurde. Und die Dame um 1900 war einfach auch noch angewiesen, durch ihre Figur und durch ihre extrem schmale Taille einen entsprechend guten Partner zu finden, eine gute Partie zu machen. Und der Aufschrei der Damen war zu Recht, wie sollen wir einen Mann finden, wenn wir unsere eigentlichen Reize verstecken müssen. Deshalb hat sich die Mode nie wirklich durchgesetzt. Trotz der Befürworter, der Künstler und der Ärzte, die vor diesen schrecklichen Schnürschäden gewarnt haben. Das ist also alles auch in diesen Einzelnischen zu sehen, diese geschnürten Schnürfurchen oder auch die verkrüppelten Frauenlebern. Also da gibt es ganz schöne, schauderhafte Geschichten, was das Schnüren alles anrichten kann. Wir haben dann noch den Bogen geschlagen nach der Reformmode zu Paul Poiré, der es dann geschafft hat, relativ auf das Korsett, also auf das ganz strenge geschnürte Korsett zu verzichten, weil er eine Damenmode geschaffen hat, die zwar lose war, aber die einfach durch diese verschiedenen Elemente von Reform und auch Empire und orientalischem Einfluss die Dame trotzdem damenhaft und schön aussehen zu lassen. Diese Mode wurde angenommen und er selber bezeichnete sich auch als Befreier von dem Korsett. Dem weiteren Schritt folgen die 20er Jahre, die jetzt hier nicht zu sehen sind. Das war ja auch unsere letzte Ausstellung für 4 Jahre. Da hatten wir das Gefühl, das müssen wir jetzt nicht wieder zeigen. Die 20er Jahre verzichten ja dann gänzlich auf das Korsett und die Frauenlinie wird sehr freizügig, die Röcke bis zum Knie zum Teil nur, was ja für damals schon eine Erstaunlichkeit war. Und dementsprechend freizügig war auch das Selbstbewusstsein und zum Teil auch die ausgelebte Sexualität der Damen. Die nächste und die letzte Station in unserer historischen Reihe bilden dann die 50er und die 60er Jahre. Hier kann man jetzt wieder sehr schön sehen, dass nach diesen entbehrungsreichen Kriegsjahren der sehr weibliche Frauentypus wieder gefragt ist. Kreiert wurde diese neue kurvenreiche Linie von Christian Dior. Wir haben hier ein Originalmodell, ein sehr schönes Abendkostüm von Dior.
der 1947 den New Look sozusagen erfunden hat. Für ihn ist wieder ganz wichtig, dass die Taille extrem schmal wird bei den Damen. Sein Ideal war also nichts über 43 Zentimeter, wenn möglich, was natürlich auch unmöglich ist. Und dass wieder die Büste hervorgehoben wird und auch wieder die Hüften entsprechend betont werden. Also wir haben wieder das kurvenreiche Ideal der Belle Époque, wenn man so will. Mit dem einher geht aber, dass die Damen eigentlich auf das Korsett wieder zugreifen mussten, um diese Kleiderlinie zu erreichen. Und obwohl wir Mitte des 20. Jahrhunderts sind, greifen die Damen sehr gerne wieder auf das Korsett zurück und lassen sich wieder einschnüren, wie einige Jahrzehnte davor, um diese Linie zu erreichen. In diesen einzelnen Vitrinen, das gilt also für die einzelnen Stationen im Allgemeinen, zeigen wir auch immer Corsagen aus dieser Zeit, also Saint-Ventre-Linie vor allem und auch hier aus den 50ern. Da sieht man eben, dass die Damen wirklich sich von oben bis, also über die Hüfte auch bereit waren, wieder in ein Korsett einzulassen oder wie eben auch die insgesamt die Wäscheindustrie boomt durch irgendwelche Rendez-Bras und was so auf den Markt kam. Der Sprung dann in eine erneute Korsettlosigkeit kommt durch die 60er Jahre, gefördert durch Mary Quant und André Courrèges, werden die Röcke sozusagen abgeschnitten, das Korsett fällt, die Linie wird wieder relativ gerade und mit dieser Linie geht auch ein neuer Frauentypus einher, man denke an Twiggy, also der schlanke, mädchenhafte, androgyne Typus ist gefragt und nicht mehr der dievenhafte Auftritt der 50er Jahre. Die Frauen werden wieder berufstätig, auch selbstbewusster, auch in ihrer sexuellen Freiheit. Und das kann man eben auch sehr schön eben damit sehen, dass das Korsett gefallen ist. Das sind jetzt soweit die historischen Kleider, die wir zeigen. Dazu haben wir jedes Mal in diesen Gängen die Accessoires dazu, die Wäscheteile, die Modefotografie, die Plakate und die Gemälde ganz vorne. Da haben also die anderen Sammlungen uns auch noch sehr schöne Sachen zur Verfügung gestellt. In dem sogenannten Boudoir, was unsere Gestalterin Margot Staffer ganz wirklich allerliebst hergerichtet hat, mit diesen Samtvorhängen und dieser Plüschigkeit. Das ist jetzt der Platz, weil es keine Museumsware ist, sondern Leihgaben, wo sich der Besucher wirklich auch mal hinsetzen darf. Das haben wir explizit auch an die Wand geschrieben, weil sonst traut sich ja keiner. Diese Corsagen und diese Unterbekleidung, diese Reifröcke wurden nachgeschneidert. Das Gewand heißt die Firma, die das gemacht hat. Und sie dienen dem Zweck, dass der Besucher eigentlich jetzt auch mal was anfassen darf, was ja immer in Museen nie geht, weil alles hinter Glas ist und mit Textilien schon gar nicht. Das heißt, diese Sachen wurden nach Originalen nachgefertigt. Man sieht das mal sehr schön, wie steif die sind und wie eng man da auch geschnürt war. Und im Zuge von Führungen werden wir sicherlich auch das ein oder andere Mädchen, wenn sie möchte, da mal hineinversetzen und reinschnüren und sie darf es angucken.